Servus an alle, ich hoffe, euch geht's gut. Ich will euch in diesem Video drei Bücher präsentieren, die nicht von Nietzsche selber geschrieben sind, aber über Nietzsche und die vielleicht einen ganz guten Einstieg in Nietzsches Denken geben. Es handelt sich nämlich um eine Biografie, ja, ein Kommentar, Schrägstrich Biografie und eine Anthologie, die man vielleicht herannehmen kann, wenn man sich noch nicht gleich an die Werke selbst von Friedrich Nietzsche rantraut, aber einen Eindruck gewinnen möchte, wie denn so Nietzsches Leben überhaupt war und was ihn zu seinen Gedanken gebracht hat. Und direkt zu Beginn möchte ich euch meinen Favoriten präsentieren, nämlich Ich bin Dynamit von, ich traue mich den Namen gar nicht auszusprechen, Sobrieux, das nicht nur ein sehr schönes Cover hat, sondern auch einen wirklich super Inhalt. Also Ich bin Dynamit, das Leben des Friedrich Nietzsche. Und damit ihr da mal einen Eindruck gewinnen könnt, zeige ich euch mal hier die Kapitel. Also es fängt an direkt mit einem musikalischen Abend, wo Nietzsches Verhältnis zur Musik und zu Richard Wagner direkt thematisiert wird. Das erste Treffen mit Richard Wagner, was er darin in seinen Tagebüchern und seinen Briefen festgehalten hat. Und das wird so lebendig erklärt, dass es wirklich Spaß macht. Also das ganze Buch liest sich wirklich wie ein Roman fast schon und nicht wie ein trockenes und ja, sprödes Abhandlung seines Lebens. Also ich war wirklich sehr begeistert. Dann unser Deutschstaaten, da wird das Leben in Naumburg beschrieben. Es wird exakt geschrieben, das Verhältnis zum Vater, zum Christentum von Friedrich Nietzsche in seinen jungen Jahren und wie er langsam wird, was er ist, seine Zeit in Schulpforta, wo er unbedingt hin will. Da seht ihr den Tagesablauf, wie das bei ihm war. Also relativ durchstrukturiert und ihr seht, dass man auf jeden Fall nicht einfach so zum Denker wird, sondern dass es sehr viel Arbeit auch sein kann. Nicht allerdings, wenn man dieses Buch liest, denn das macht auch wirklich Spaß. Ja, die Kapitel weiter hinten seht ihr dann die Philosophie-Schülerin. Da wird das Verhältnis zu Lou Salome genau beschrieben und mit seinem Freund Peter Gast, wie sich das verhält alles und wie ja, Lou Salome und Elisabeth Förster Nietzsche sich verstreiten und das ist eine ganz lustige Szene, oder lustig ist sie nicht wirklich, aber es ist in einer spannenden Szene geschildert, wie Nietzsche Lou Salome zu den Wagnerischen Festspielen eingeladen hat und sie sich dann eben dort mit Elisabeth Nietzsche trifft, Elisabeth Förster Nietzsche trifft, zu diesem Zeitpunkt noch Elisabeth Nietzsche, und die zwei sich in die Haare kriegen, weil Lou Salome super ankommt und Elisabeth neidisch ist. Und dann wirft Elisabeth ihr eben Wörter an den Kopf und Lou Salome sagt dann, dass Friedrich Nietzsche ihr eine wilde Ehe angeboten hätte sogar. Und das macht Elisabeth so fertig, dass sie sich erbricht. Also wirklich spannend alles dargestellt. Dann ein letztes Kapitel heißt auch Lamaland. Da geht es um das Leben von zu diesem Zeitpunkt Elisabeth Förster in Paraguay, da sie ja mit ihrem Mann dort eine germanische Siedlung gründen wollte. Und Lama nennt er nämlich seine Schwester schon von klein auf, weil er eben einen Text liest über Lamas, dass die klaglos die schwersten Lasten tragen, aber wenn es nicht weiter will, das Haupt wendet und dem Reiter vor die Füße spuckt. Und wenn es dann schlecht behandelt wird, dann weigert es sich, Nahrung aufzunehmen und legt sich zum Sterben in den Staub. Und darin hat er irgendwie seine Schwester wieder gesehen und hat deshalb ganz lang seine Schwester Lama genannt. Auch das Verhältnis seiner Schwester, die ja oftmals auch ein bisschen zu Unrecht verteufelt wird als die Böse und Nietzsche war eigentlich der Gute, wird darin, ja, ich möchte sagen, fair aufgearbeitet und das gesamte Verhältnis dargestellt, das am Anfang sehr gut war und das dann immer wieder zerrüttet wird durch alles Mögliche. Und ja, ich finde also ein wirklich tolles Buch, das super spannend gelesen ist und auch sehr interessant. Ganz zum Schluss finden sich auch noch ein paar Aphorismen und eine Zeittafel, das alles stattgefunden hat. Und natürlich die ganzen Zitate werden doch nochmal aufgeführt, wo was geschrieben wurde. Also nochmal zu den Aphorismen. Seht, da steht dann zum Beispiel ja, die metaphysische Welt, Mathematik. Oder Ehe, zur Ehe steht dann, einige Männer haben über die Entführung ihrer Frauen geseufzt, die meisten darüber, dass niemand sie ihnen entführen wollte.
aus Menschliches, Allzumenschliches, Weib und Kind, Abschnitt 388. Also von mir eine volle Empfehlung. Im Klett-Cotta Verlag ist das Buch erschienen und ist zwar eine Übersetzung, aber wie ich finde, ein wirklich richtig tolles Buch, wenn man sich mit Nietzsche beschäftigen will oder auch mal das Leben von Nietzsche um seine Schriften herum begreifen will. Auch warum Nietzsche lieber Pole sein will, all das wird da drin einfach super behandelt und in diesen Kapiteln, die immer so um die 30, 40, manchmal auch 20 Seiten nur gehen, wird immer ein Kapitel wirklich super aufgearbeitet. Klare Sache und damit Männlich, top, ja. ja. Ja, das zweite Buch, das ich euch zeigen will, ist auch von einem Franzosen. Pessimisten. Ich kann ihn wahrscheinlich auch nicht richtig aussprechen, deswegen spare ich mir das einfach. Aber das Buch heißt Nietzsche, der Zeitgemäße, ist erst vor kurzem erschienen und ist ein Mittelding aus einer Biografie von Nietzsche, von Julien Rochedy heißt er wahrscheinlich, aus Kapiteln des eigenen Lebens von diesem Julien, der auch einen YouTube-Kanal hat, der politisch auf jeden Fall rechts der Mitte steht und ein sehr politischer Mensch ist, auch auf seinem YouTube-Kanal. Und das blitzt in diesem Buch auf jeden Fall des Öfteren hervor. Ihr seht, das Vorwort ist von David Engels, mit dem ich ja auch schon ein Interview führen durfte. Das sind so die Kapitel. Also da erkennt man vielleicht schon ein bisschen, dass es natürlich auch biografisch und kapiteltechnisch schon auch gut geschrieben ist. Es macht auch, also es geht gut von der Hand, es sind deutlich weniger Seiten. Während das Ich bin Dynamit um die 500 Seiten hat, sind es hier nur um die 160. Also wer sich ein bisschen, ja, sag ich mal, nicht so ultra intensiv und nicht so lang damit beschäftigen will mit dem Ganzen, der ist damit vielleicht ein bisschen besser, ja, unterwegs. Auch darin geht es natürlich um alle wichtigen Gedanken von Nietzsche, die aber dann immer wieder auch mit, oder nicht immer wieder, aber am Anfang auch mit dem eigenen Leben und wie man an Nietzsche herantritt, gefüllt sind. Und das finde ich schon auch einen wichtigen Teil von Nietzsches Philosophie, der eigene Zugang zu der Philosophie. Und deswegen ist das vielleicht auch gar nicht so schlecht. Ich kann euch mal ein Beispiel geben aus einem Kapitel, damit ihr seht, dass es doch unter anderem auch politisch gehalten ist. Da wird geschrieben, zum Willen zur Macht. An diesem Punkt sei darauf hingewiesen, dass eine nur schwache Kenntnis von Nietzsches Philosophie zur Annahme verleiten könnte, es gehe im Final und um jeden Preis um Machtgewinnung über andere Menschen und deren Erniedrigung zugunsten des eigenen Selbst. Dieser Irrtum sieht das Konzept Wille zur Macht folglich nicht als metaphysische Beschreibung des allgemeinen Lebensprinzips, sondern als ethische Beschwörung, Verlockung zur Aggression gegen andere und praktischen Handlungsbefehl. Nach dieser trügerischen Lesart ist der Nietzscheaner ein unmoralisches, egoistisches Subjekt, das nur nach der eigenen Machtvergrößerung giere, während sich die anderen Menschen freundlicherweise und ganz selbstlos dieses Strebens enthielten. Es ist aber diese dümmliche Auffassung vom Denken Nietzsches, nachdem die prototypische Karikatur des Nietzsche-Faschisten im 20. Jahrhundert geformt worden ist, dem es ausschließlich um physisch-militärische oder politische Machtexpansion gehe. Richtig ist jedoch, der Wille zur Macht ist die innere Motivation, die prinzipiell jedes Lebewesen in seiner irdischen Existenz teilt, denn es handelt sich um die metaphysische Essenz alles Lebendigen. Also ja, wie ihr seht, es ist ein Konglomerat aus, ja, Kommentar, aus Lesart, aber auch aus einem durchaus differenzierten Beschäftigen mit Friedrich Nietzsche. Gerade die Textstelle zeigt ja auch ganz gut, dass sich der Autor des Buchs schon einer gewissen Objektivität auf jeden Fall verschrieben hat, der auch an gewissen Stellen mehr, an gewissen Stellen weniger gerecht wird. Aber nichtsdestotrotz, das Buch heißt Nietzsche der Zeitgemäße, weil Nietzsche sich selbst als einen Unzeitgemäßen betrachtet hat und gemeint hat, dass seine Zeit erst noch kommt, dass ja, er posthum geboren ist und dass man in 100 Jahren Lehrstühle für seine Bücher errichtet hat. Ja, der Autor, der ist der Überzeugung, dass die Zeit jetzt gekommen ist für Nietzsche und dass Nietzsche jetzt zeitgemäß ist und dass die ganzen Verfallssymptome und die ganzen Dekadenzphänomene, die Nietzsche beschreibt, eigentlich in unserem heutigen Europa ja sehr noch mehr durchgebrochen sind und dass es deshalb jetzt viel mehr an der Zeit ist, Nietzsche zu lesen und mit Nietzsche dann eben seine Bestimmung oder zu neuen Bestimmungen
raffen, sich aufraffen zu können. Also, wie ihr seht, ist das Buch nicht nur eine bloße Beschreibung von Nietzsches Leben und Nietzsches Werk, so im Kurzen und Knappen, sondern es ist durchaus auch verbunden mit einer lebensphilosophischen Intention und auch mit einer politischen Dimension in diesem Denken. Ja, gerade zu diesem Abschnitt, den ich euch vorgelesen habe, die metaphysische Essenz alles Lebendigen, das ist eine gewisse Lesart von Nietzsches Philosophie. Ob er sich überhaupt metaphysisch hat ausdrücken wollen, ist immer so eine Frage, wo er sich wahrscheinlich auch gegen gewehrt hätte, es schlussendlich aber vielleicht doch gemacht hat. Also, man ist damit nicht schlecht unterwegs. Es ist natürlich als jetzt absoluter Nietzsche-Profi, den Rang ich mir jetzt auch nicht selbst verleihen möchte. Eigentlich müsste ich hier sitzen und müsste das Gesicht mit richtig weit nach unten verziehen. Aber an ein paar Stellen ein bisschen, dass man etwas drüber sagen könnte. Trotzdem finde ich, ist ein gutes Buch und ich ja, würde das auch auf jeden Fall mit 7,5 von 10 Punkten bewerten. An einer Stelle wird auch geschrieben, dass Nietzsche ein Moralist ist. Das ist einfach dem zu schulden, dass das ja auch wieder ein Franzose ist, der allerdings sich jetzt mit den deutschen Begriffen nicht sonderlich auseinandergesetzt hat. Denn Moralist bedeutet im Französischen, dass man sich mit der Moral beschäftigt auf einem philosophischen Niveau. Unter dem deutschen Begriff Moralist würde man eher einen Verfechter einer Moral ja, sehen. Und das war Nietzsche ja durchaus nicht. Trotz alledem, wie ich sagen muss, auch nochmal ein spannendes Buch, auch vielleicht für Leute, die sich mit der Politik von diesem Autor auseinandersetzen wollen, kein schlechter Beginn. Aber nochmal, um zu vergleichen, aus Ich bin Dynamit, das deutlich objektiver, neutraler geschrieben ist und dabei aber nicht verzichtet, alle wichtigen Punkte aufzugreifen, auch die politischen Punkte und die Lebensrealität von Nietzsche, die im anderen ein bisschen zurückkommt. Zu kurz kommt, aber wie ihr seht, das ist vielleicht auch der Länge des Buchs geschuldet. Zuletzt will ich euch noch ein Buch vorstellen. Nichts ist wahr, alles ist erlaubt. Eine Anthologie, die ich auch vor kurzem gelesen habe. Da muss ich zugestehen, das habe ich nicht komplett gelesen, im Gegensatz zu den anderen Büchern. Denn eine Anthologie, das wusste ich davor übrigens auch nicht. Also die Anrede ist schon wahnsinnig verzweifelt. Das sind verschiedene Textabschnitte, also Aphorismen, die zu gewissen Punkten geordnet sind. Also ihr seht hier zum Geleit, Wahrheit oder Leben, Alter, Krankheit und Tod und so weiter, Gut und Böse. Ja, die Liebe, Seite 117, da zeige ich euch jetzt mal, wie das aufgebaut ist, dass ihr das auch seht. Also dass dann bei den Kapiteln immer einmal steht das Kapitel dran. Dann ein kurzer Erklärungssatz dazu. Der Begriff der Liebe ist für Nietzsches Philosophie von ähnlich großer Bedeutung wie der Begriff des Lebens. Neben seinem abstrakteren Konzept der Amor Fati, der Liebe zum Schicksal, wird in diesem Kapitel die Liebe im klassischen, zwischenmenschlichen und auch sexuell konnotierten Sinne des Wortes reflektiert. Ja, und dann werden einfach verschiedene Zitate von Nietzsche angeführt. Also zum Beispiel: Was aus Liebe getan wird, geschieht immer jenseits von Gut und Böse. Oder geliebt sein wollen. Die Forderung, geliebt zu werden, ist die größte der Anmaßungen. Oder eine Seele, die sich geliebt weiß, aber selbst nicht liebt, verrät ihren Bodensatz. Ihr Unterstes kommt herauf. Also wie ihr seht, das sind größere Zitate, das sind kürzere. Ja, also es ist spannend, wenn man zu gewissen Themen wissen will, was Nietzsche so gedacht hat. Ich muss aber sagen, da diese Zitate doch immer ein bisschen aus dem Zusammenhang, aus dem Kontext gerissen sind und ja, oftmals man erstens nicht direkt weiß, wo es geschrieben steht und zweitens dann auch nicht wirklich weiß, was Nietzsche damit komplett ausdrücken wollte. Natürlich, manche stehen auch für sich und das ist auch ganz spannend. Trotzdem ist es mehr für mich so ein bisschen Kalenderspruchartmäßig, also verschiedene Kalendersprüche, die man einfach jeden Tag abreißen kann und was Neues dazu lesen kann, was Nietzsche zum Beispiel ja, vom Erinnern und Vergessen oder vom Traum hält. Sehr negativ, sehr negativ. Nichtsdestotrotz ist es spannend, wenn man da schon ein bisschen Hintergrundwissen hat
und dann einfach nur sich die Zitate zu einem gewissen Thema nochmal in den Geist rufen will. Ja, damit jetzt habe ich die drei Bücher für euch kurz mal, wie ich hoffe, besprochen, dass ihr einen Mehrwert davon habt und dass ihr euch entscheiden könnt, ob ihr vielleicht mit einem dieser Bücher einsteigen wollt, wenn es nicht sowieso gemütlicher für euch ist, direkt in die Materie gehen und in Nietzsche einzusteigen. Aber ja, ich hoffe, ihr habt einen gewissen Mehrwert daraus gezogen. Ich fand die Bücher allesamt spannend und damit hoffe ich, dass ihr noch einen wunderschönen Tag habt. Macht's gut, haut rein und bis bald. Ja, was Ja. denkt der denn da für einen Unsinn? Ja? Ja. Also, das ist praktisch, wie soll man sagen, den